Radio BW Baden-Württemberg, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Stauferkrone. Das ist ein Musikwettbewerb, bei dem alle zwei Jahre Nachwuchskünstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Schlager antreten und von einer Jury bewertet werden. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 6. April statt, wie immer in Donsdorf im Kreis Göppingen. Gründer und Projektleiter der Stauferkrone ist Rüdiger Gramsch von Maitis Media. Und lieber Herr Gramsch, Sie freuen sich nicht nur auf das kommende Event, sondern auch über ein kleines Jubiläum diesmal. Ja, die Stauferkrone gibt es jetzt seit genau 10 Jahren. Wir haben 2014 das Projekt gestartet. Die Stauferkrone ist ein deutschsprachiger Schlagerwettbewerb, der sich aber nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern eben auf den gesamten deutschsprachigen Raum. Deswegen auch eine internationale Veranstaltung mit Künstlern und Interpreten in diesem Jahr aus 5 europäischen Ländern. Nachwuchs, der steht im Mittelpunkt der Stauferkrone, aber mit dabei sind immer auch die großen Namen der Schlagerszene. In diesem Jahr beispielsweise Bernhard Brink, der Schlagertitan. Und das ist bei dem Konzept der Veranstaltung ja auch ganz wichtig. Die Prominenz, also die großen Namen, die wir haben, letztes Mal war es Andy Borg, davor auch schon mal Stefan Moss, die haben wir im Showprogramm, die gestalten immer den zweiten Teil des Abends, nämlich die Zeit, überbrücken die Zeit, in der die Jury dann die Gewinner des Wettbewerbs ermittelt. Worum geht es eigentlich bei der Stauferkrone? Geht es um Künstlerinnen und Künstler? Geht es um Texter? Geht es um Komponisten? Also bei uns ist logischerweise stehen die Interpreten natürlich im Mittelpunkt, weil die sieht man auf der Bühne. Aber wir sind auch ein Musikautorenwettbewerb, also deswegen werden nicht nur die Interpreten ausgezeichnet, sondern wir suchen auch den besten Textdichter und den besten Komponisten an diesem Abend. Und wir haben gerade bei den Komponisten die Unterstützung vom Deutschen Komponistenverband, der wiederum eine Stiftung hat. Und diese Stiftung hat diesen Preis für die beste Komposition mit 1.000 Euro dotiert. Herr Gramsch, ein Nachwuchswettbewerb ohne Jury ist kaum möglich. Die Jury, die gibt es auch bei der Stauferkrone und die kann sich wirklich sehen lassen. Das kann man wohl laut sagen, ja. Wir haben den Musikproduzenten und Komponisten schlechthin, den es in Deutschland gibt, seit vielen Jahren gibt und der auch entsprechende Wettbewerbserfahrung hat, nämlich Ralf Siegel, der vor 3 Jahren zu uns gestoßen ist, in unser Team, seither uns auch berät, fachlich berät, was die Durchführung des Wettbewerbs angeht und der auch der Jury vorsteht und Jurysprecher ist. Wie viele Titel sind denn in diesem Jahr mit dabei? Also wir haben 18 Titel im Wettbewerb. Die sind im letzten Dezember ausgesucht worden von einer mit Profimusikern besetzten Vorauswahljury. Wir hatten annähernd 200 Einsendungen für diesen Wettbewerb. 18 davon stehen jetzt im Finale aus 5 Ländern, nämlich Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Und die Jury wird keine leichte Aufgabe haben, wenn ich da noch ein Wort zur Jury sagen darf. Da sitzen neben Ralf Siegel noch die Schlagersängerin Mara Kaiser mit drin. Wir haben mit Jutta Staudenmayer eine der profiliertesten Textdichterinnen in der deutschen Schlagerszene mit dabei. Wir haben logischerweise auch den Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg vom Komponistenverband, Peter Seiler aus Mannheim. Aber wir haben auch zwei lokale Größen, weil wir eine Anbindung hier auch an die Region haben wollen. Da ist unter anderem auch in der Jury Christa Behnke, die Akkordeonweltmeisterin, die kennt man hinlänglich auch, mit von der Partie in dem Wertungsgremium. Und wir haben als neues Gesicht einen Musical-Darsteller, der aus Hannover kommt, Sunny D'Alessandro, der die Jury auch verjüngt, der ist ja 26, aber er bringt auch eine gehörige Portion an musikalischem Wissen mit und kann also auch die Beiträge gut bewerten. Sie haben als Projektleiter natürlich seit vielen Jahren Einblicke in die Juryarbeit. Wie schaut es denn da aus? Geht es da manchmal auch kontrovers zu oder sind die fast immer ein und derselben Meinung? Nein, überhaupt nicht. Und wir hatten schon mal, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, wir hatten jedenfalls mal eine Jury-Sitzung. Da war bis kurz vor Schluss des Showprogramms des Showgastes nicht klar, wer gewinnt. Und ich saß da auf ziemlich heißen Kohlen, weil es musste ja jetzt eine Entscheidung gefällt werden.
denn es müssen noch Urkunden unterzeichnet werden und dergleichen mehr. Da braucht man also noch zwischen Juryentscheidung und Siegerehrung braucht man auch noch ein paar Minuten. Und das Showprogramm neigte sich zu Ende und es war noch eine heftige Diskussion in der Jury zugange, wer jetzt dann letztendlich auf Platz 1 landet und wer auf Platz 2. Also es wird ja auch nach 8 verschiedenen Kriterien werden die Beiträge bewertet, also nicht nur nach kann der Künstler singen, das kann er natürlich, sonst würde er nicht im Finale stehen. Wie ist sein Auftritt? Ist der Fernseh-like? Ist der Beitrag Radio-like? Was sagt der Text aus? Also die Juroren haben alle die Liedtexte zum Mitlesen während des Wettbewerbs und können nachher noch danach schlagen. Also es gibt ein richtiges Jurybuch, das besteht jetzt aus aktuell 60 Seiten für den kommenden Wettbewerb. Und können dann während des Wettbewerbs ihre Notizen dort machen und dann eben diese dann in der Jury-Sitzung dann wieder hervorkramen und dann über die einzelnen Titel dann bewerten. Ja, und die Fachjury ist nicht das einzige Gremium, das werten darf bei der Stauferkrone. Es gibt auch eine Publikumsentscheidung. Also es wird nicht nur die Jury die Gewinner ermitteln, sondern das Publikum kann seinen Liebling auch bestimmen. Und mit Stimmkarten dann im Saal dann abstimmen, wer nach Meinung der Besucher den Titel verdient hat. Also die Publikumswertung ist separat von der Jurywertung. Die fließt auch nicht nachher in die Jurywertung mit ein. Es ist wirklich ein Publikumspreis, den wir da vergeben. Insofern kann jeder Besucher also mit dazu beitragen, dass irgendeiner der 18 Finalisten nachher auf dem Treppchen steht. Interessanterweise, so viel vielleicht noch ein Blick zurück, es hat noch nie jemand den Publikumspreis und den Jurypreis gewonnen. Also es gibt immer eine unterschiedliche oder eine geteilte Meinung zwischen Publikum und Jury und ich tippe mal, dass es diesmal genauso sein wird. Ja, und genau das macht die Sache ja auch so spannend. Es gibt übrigens noch Karten für die Stauferkrone und zwar bei easyticket.de und auch bei stauferkrone.de. Lieber Herr Gramsch, ich bedanke mich erst einmal fürs Gespräch, wünsche schon jetzt toi 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 viel Erfolg für die nächste Ausgabe der Veranstaltung Stauferkrone. Am 6. April 19.30 Uhr ist es soweit und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Herzlichen Dank, Herr Fischer, und ich hoffe, wir sehen uns.